Weg mit dem Spick, David. Es geht los. Was heisst vor und hinter auf Französisch? Devant, derrière. C'est juste. Wie wird das Verb faire im Präsens konjugiert? Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, ils font. Nicht ganz. Vous faisiez gibt's nicht. Bin ich jetzt blöd? Vous faites. Nein. Ich habe faisiez gesagt. Das stimmt aber nicht. Vous faites. Nein. Wie ist es richtig? Vous faites. Vous faites. Oui. Vous faites. Wenn ich es doch sage. Ja. Ich merke gerade, ich hatte zu lange nicht mehr Französisch in der Schule gehabt. C'est dommage. Übersetzt bitte, ich lerne alleine, um konzentriert zu sein. J'apprendre seul pour... Nein. J'apprends seul pour être concentré. Richtig. Und jetzt übersetzt bitte, ich lerne mit meinem Freund, um Hilfe zu haben. J'apprends avec mon copain pour avoir de l'aide. Bravo, c'est juste. Wow. Santé. Was heißt j'aime ce lieu? Wie bitte? J'aime ce lieu. J'aime ce lieu. Ce lieu. Also, ich mag davon. Also. Ce lieu sind zwei Wörter. Ich mag das. Was heißt lieu? Keine Ahnung. Ort. Ah. J'aime ce, ja. Ja. Was ist denn der Satz? Ich mag den Ort. Richtig, aber es gibt leider keinen Punkt. Kannst du mir die 5 Tagesabschnitte auf Französisch sagen? Le matin. L'avant-midi. L'avant-midi. Très intéressant. Le matin. La midi. Nein. Le matin, le midi, l'après-midi. Le soir, la nuit. Voilà, geht doch. Bist du zufrieden, David? Im Französisch war ich immer zufrieden, wenn ich über 4 hatte. Heute hast du es 5 geschafft. Yes.